auf Bahn 3 im Herrenfahrer Jahrgang 97-98. Frau Müller, bitte. Mit den Fechtern Tinzel aus Schuhe auf Bahn 3 bitte vorbereiten, Kurzhaare und Trimmel. Also wir erklären jetzt anhand dieser beiden Fechter, der FG Schwerin, das Trefferrecht im Damen-Florett-Fechten oder auch im Herren, im Florett allgemein. Die Definition lautet, die ununterbrochene Bedrohung der gegnerischen Trefferfläche bei gleichzeitigen Strecken des Armes. Das demonstrieren wir einmal. Rechts, also aus dem Bild heraus, die rechts von uns steht, die Lena Tablik, demonstriert einmal mit Schritt vor Ausfall. Und trifft. Das war jetzt die einfachste Form. Kompliziert wird's, wenn ein Klingenkontakt dazukommt. Wir zeigen einmal die Parade-Riposte. Attack wieder. Und du machst Parade-Riposte. Einen Schritt zurück, du kommst wieder rein. Fertig. Lena greift wieder an. Trifft nicht. Parade-Riposte trifft. Wäre jetzt Punkt von längs nach rechts. Kompliziert wird's, wenn beide treffen. Dann entscheidet der Moment, wie früh ist die Parade-Riposte zum gegebenen Treffer von rechts. Jetzt wird's kompliziert. Jetzt zeigen wir das Prise de Fer. Wieder Angriff von rechts. Ja, es haben beide passé gestoßen, beide vorbeigestoßen, würde kein Treffer anzeigen. Wenn beide treffen, wäre es jetzt eine vorweggenommene Parade-Riposte von links nach rechts. Das muss alles der Obmann sehen, das ist natürlich wahnsinnig kompliziert, das muss man schon eine Weile üben und auch ja, sehen lernen. Attack von links nach rechts sehen wir jetzt, von einer etwas kleineren Dame. Ja, das war Attack, ganz einfach, hätte jeder gesehen, links hätte er getroffen. Wieder Angriff von links nach rechts. Ja, das war Kontraattack von rechts nach links. Links hat nicht ausgestoßen, also Punkt von rechts nach links. Und das war jetzt schon schwieriger zu sehen. Den Punkt hätte von links nach rechts gegeben. Links nach rechts, weil links greift an. Rechts hat kein Angriffsrecht, stößt nur mit. Wäre Punkt links rechts. Wir befinden uns hier im Finale des Youngster Cups. Zu dem Youngster Cup gehören fünf Turniere. Dies ist das Finale in Schwerin. Ein Termin war noch Anfang April. Das haben wir auch in Schwerin gemacht. Ja, hier entscheidet sich heute, wer hat das Gesamttrikot, wer bekommt den Pokal für den Gesamtsieg. Die FG Schwerin führt derzeit im älteren B-Jugend-Damen und im B-Jugend-Herren die Serie an. Ja, wir haben hier heute nur, sage ich mal in Anführungsstrichen, 70 Starter. Im letzten Turnier waren wir weit über 100. Das ist ein ja sehr schöner, es geht in die richtige Richtung bei unserem Turnier, weil wir das erst jetzt im dritten Jahr in Folge hier in Schwerin auch absolvieren und durchführen.